So, hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei Peru Place. Ich bin der Peru, grüß euch. Ja, heute ein neues Tutorial und heute möchte ich die Leute ansprechen, die so gerne in der Sandbox arbeiten und sich so selber gerne ein paar kleine Szenarien bauen. Und das kannst du auch gerne mal ein bisschen aufwendiger. So, jetzt will ich mal hier ein bisschen Dauertag einstellen, weil wir brauchen ein paar Minuten. Wir reden über Audio SFX, also über Audioeffekte, die ihr im Park anwenden könnt, ganz einfach irgendwie, um Atmosphäre zu verbreiten oder Szenerien zu untermalen mit Musik oder Sprache oder was auch immer. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ihr findet diese ganzen Sachen unter Erstellen und unter. Ups, das habe ich euch jetzt hier. Spezialeffekte. Ne? So, und dann geht ihr in Audio und Display Ablaufsteuerung. Und dann findet ihr diese ganzen schönen Sachen hier. Wir werden das Ganze ganz ruhig der Reihe nach durchgehen. Als erstes, ihr hört schon im Hintergrund, das ist so, ja, so Piraten, Tavernengeplapper und Gegröhle. Das kommt von diesem kleinen Lautsprecher hier, der jetzt im Fokus auch ist. Das ist der ambiente Lautsprecher. Das heißt, hier habt ihr Sounds wie zum Beispiel rauschendes Meer oder eben halt diese Taverne oder wenn ihr einen Wald habt, einen Park, dann könnt ihr da Vogelzwitschern einblenden. Wir können das ja mal ganz kurz hier aufmachen. Ihr könnt hier das Geräusch ändern. Also jetzt haben wir zum Beispiel Piraten, Tavernenlärm. So, jetzt können wir natürlich genauso hier zum Beispiel eine Gruselhöhle nehmen. Das ist schön für so eine Geisterbahn zum Beispiel, ne? Und vielleicht noch ein kleines Beispiel. Eine Raumstation, Landebucht. Also das ist ungefähr alles dabei, was ihr irgendwie für irgendeine Szenerie gebrauchen könnt. Und diese Sounds laufen durchgehend. Also die könnt ihr auch nicht zeitlich steuern. Die platziert ihr irgendwo schön unauffällig in eurer Szenerie und die verbreiten dann, wie gesagt, dieses Ambiente. Da man das jetzt nicht steuern kann, also mit Auslöser oder so, zeige ich euch das jetzt nur einmal, was ich jetzt damit getan habe. Und damit lösche ich ihn auch, weil sonst haben wir die ganze Zeit dieses Geräusch da auf dem Ohr. Das ist dann auch nicht wirklich hilfreich. So, ja, jetzt haben wir noch zwei wichtige Lautsprecher. Also ich beziehe mich jetzt hier wirklich nur auf die, die wirklich wichtig sind, um eine Szenerie zu erstellen, um da irgendwie einen Sound unterzulegen. Wir haben als nächstes den Musiklautsprecher. Das ist der schwarze hier. Also der heißt Parklautsprecher Musik, ganz wichtig. So, und hier könnt ihr eine Szene, wie der Name schon andeutet, musikalisch untermalen. Ob das jetzt zum Beispiel am Eingang ist, so eine einladende Melodie, die zum Thema passt, ne, Piraten, Märchen oder was auch immer. Da suchen wir uns mal wieder ein kleines Beispiel aus. Da gibt es natürlich neutrale Coaster-Themen, dann gibt es natürlich spezielle Piratenthemen hier auf hoher See zum Beispiel. Ich hoffe, man hört das jetzt ein bisschen im Hintergrund, so ein bisschen Spannungsmusik. Dann haben wir Märchen, die magische Stadt. Alles sehr schön vertont. Na, und ihr könnt also, je nachdem, was für ein Thema ihr gerade braucht in eurer Szenerie, dann eine wunderschöne Musik starten. Auch das übrigens ist nicht zeitlich steuerbar, leider. Ja. Das heißt, ich stelle den jetzt mal wieder auf still. Also das ist dann also der Parklautsprecher Musik. So, den können wir jetzt mal wieder ausschalten. Und last but not least haben wir hier, und der wird wieder interessant, das ist ein auslösbarer Lautsprecher, der nennt sich Parklautsprecher ausgelöst, passenderweise. So, und jetzt habe ich nicht ohne Grund hier auch ein Animatronic in die Pampa gestellt, diesen Piraten, weil ich möchte gerne jetzt, ich habe hier schon was vorbereitet, wie ihr seht. Ich möchte ihm eine Stimme zuweisen. Na, also hier zum Beispiel: Pirat ruft Feuer. Ja, und wie ihr seht, der Junge hat ja auch eine Knarre in der Hand, der wird dann auch schießen. Und ich möchte, dass das beides miteinander verknüpft wird. Wie mache ich das? Ganz einfach mit diesem Mischpult, was ihr jetzt hier unten im Bild seht. Es hat einen ganz tollen Namen. Das nennt sich Display Ablaufsteuerung. Also wenn ihr große, komplexe Szenen habt, wo mehrere Sachen auf einmal passieren sollen und zwar in einem gewissen zeitlichen Ablauf, also genau getimed, dann kommt ihr um das Ding nicht herum. Damit muss man sich ein bisschen befassen, aber wenn man so ein bisschen schon den Hauch einer Ahnung davon hat, kann man damit ganz tolle Szenerien machen. Also, jetzt gehen wir einfach erstmal nur auf den Lautsprecher, den ausgelösten Lautsprecher. Ich würde das jetzt gerne mal abspielen. Ach nee, der spielt. Guck mal, das ist eine Besonderheit. Ihr könnt diesen Lautsprecher erst auslösen und dann hören, oder? Warte mal, ich nehme mal jetzt bei Auslösen deaktivieren raus. Nee, dann macht er gar nichts. Okay. Also,
Das muss unbedingt aktiviert sein, natürlich bei Auslösen aktivieren. So, da haben wir jetzt Pirat ruft Feuer. Ihr könnt da natürlich auch jeden anderen Spruch oder Kommentar nehmen. Es gibt für Fahrgeschäfte einen Countdown etc. pp. Gucken wir gerne auch gleich nochmal rein. Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, diesen Animatronic. Beides sind auslösbare Elemente. Das heißt, ihr müsst natürlich auch euren Animatronic auf nur auf Auslösen einstellen. Das ist ganz wichtig, sonst läuft er natürlich im Dauerloop und das Ganze bringt nichts. Also, wie funktioniert jetzt das Ganze? Wir öffnen jetzt hier unsere Display-Ablaufsteuerung. Und diesen Ablauf, der jetzt kommt, den kennen wir schon, nämlich von unseren Auslösemarkern. Wir müssen nämlich eine Auslösesequenz natürlich erstmal erstellen. Na? Also, Auslösesequenz bearbeiten, erster Schritt. Und dann macht er eine Display-Gruppe auf. Na, da macht natürlich wieder Sinn, die zu benennen, wie immer, gerade bei größeren Projekten, damit man noch einen Durchblick behält. Jetzt schreiben wir mal ganz einfach Pirat. Wir haben jetzt hier nur einen Kollegen in der Gegend rumstehen. So, und jetzt können wir die Objekte mit der Gruppe verbinden. Das heißt, wir nehmen jetzt mal zuerst einfach mal nur unseren Piraten. So. Wenn ich jetzt hier reinschaue in das Display, sehe ich, unter Pirat hat er jetzt aus Deckung schießender Pirat mit aufgenommen. Das heißt, wir können jetzt hier auch die Sequenz einmal abspielen. Bam. So. Das war natürlich jetzt ganz schön. Das haben wir ja schon anders einfacher hingekriegt. Jetzt möchten wir aber auch, dass der Pirat vorher eben halt schreit Feuer. Ne? Und das haben wir ja auf diesem Lautsprecher. Das heißt, wir müssen diesen Lautsprecher natürlich auch ebenfalls in diese Gruppe hinzufügen. Jetzt muss ich nochmal beide anwählen. So, zack. Auswahl bestätigen mit R1. So, ach, jetzt haben wir zweimal den Piraten da. Das ist natürlich Blödsinn. Jetzt nehmen wir ihn einmal raus. Mein Fehler, sorry. So, jetzt haben wir die Parklautsprecher und jetzt habe ich den Piraten rausgelöscht. Ja, Entschuldigung, Leute, das ist live. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen abgelenkt gewesen. Sorry. So, jetzt haben wir es. Aus Deckung schießen der Pirat und Parklautsprecher sind gekoppelt. Wunderbar. Wenn wir jetzt auf Auslösen gehen, Sequenz abspielen. So, jetzt ist irgendwas schiefgelaufen. Das ist der typische Vorführeffekt, Freunde. Aber das ist nicht das Thema. Kein Ding. Wir bauen das hier einfach nochmal auf. Es kommt wahrscheinlich, weil ich jetzt hier gelöscht habe. Jetzt nehmen wir hier jetzt nochmal wirklich alles raus. So. Und jetzt. So, jetzt haben wir die beiden drinne. Auswahl bestätigen. So, und jetzt normalerweise. Moment. Jawohl, genauso sollte es sein. Also ihr seht, er aktiviert zeitgleich diese beiden Elemente. Jetzt ist natürlich so, jetzt kommt erst das Feuer und dann dauert das, bis er lädt und schießt. Ihr könnt hier jetzt noch das Ganze zeitlich ein bisschen timen. Ich sage jetzt hier mal 2 Sekunden, schätze ich jetzt mal, wie der Versatz ist, ja, bis er da Feuer schreien sollte. Probieren wir mal, ob das reicht. Achso, jetzt habe ich den Piraten. Okay. Jetzt habe ich den Piraten auf 2 Sekunden gesetzt. Naja, gut. Ist einer dieser Tage, ne? Aber keine Angst, das kriegen wir schon gebacken hier. So, das wollten wir jetzt nicht. Wir wollten natürlich den Parklautsprecher versetzt. Aber ihr habt schon gesehen, es hat jetzt auch länger gedauert, bis der Animatronic angesprungen ist. So, jetzt sagen wir hier vom Startzeitpunkt aus, 2 Sekunden später soll der Parklautsprecher anfangen. So. Jetzt hoffe ich, dass es so funktioniert. Guck mal, und das ist auch schon eher annehmbar, ne? Also, man startet die Szene, da kann man zählen. Eins, zwei, dann kommt erst das Feuer, während unser Pirat sich schon erhebt, die Waffe lädt und schießt, ne? Nochmal. Genau. Und so könnt ihr das auf jeden Animatronic anwenden. Ihr könnt das auch anwenden auf Fahrgeschäfte, wenn die zum Beispiel einen Countdown durchsagen sollen, bevor sie starten. Oder irgendwelche, hier kommen sie ran, sind Ticket. Na gut, das versteht man hier natürlich nicht. Aber all das könnt ihr machen mit dieser Display-Ablaufsteuerung. Ne? So, und das war eigentlich schon die ganze Kiste. Also, was haben wir heute gelernt?
mit dem Ambient-Lautsprecher könnt ihr dauerhaft eine Atmosphäre erschaffen mit, was weiß ich, Waldgeräuschen, Schlachtgeräuschen, Tavernengeräuschen. Der läuft durchgehend, immer. Ihr habt einen Musiklautsprecher, der auch nicht auf Auslösen, sondern auch immer im Loop eine Musik spielt, um eine Szene oder einen Eingang oder ein Fahrgeschäft mit Musik zu unterlegen. Und ihr habt den Auslöserlautsprecher, hier ist er nochmal in der Mitte, der rote. Damit könnt ihr gezielt zum Beispiel Kommentare von Animatronics steuern und dann mit einer Bewegung auch verbinden. Ja, und wenn ihr dazu noch Fragen habt, gerne rein damit in die Kommentare natürlich auch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Freue ich mich immer natürlich, wenn ich von euch höre, mit einem Kommentar, vielleicht sogar mit einem Like oder einem Abo. Würde mich freuen und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Tutorial wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, viel Spaß beim Bauen in Planet Coaster und vielleicht, hoffe ich, bis zum nächsten Mal. Hey Leute, unterstützt meinen Kanal und holt eure Lieblingsgames ohne Mehrkosten bei meinem Partner Instant Gaming. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Dankeschön!